Oh Mann, Leute, ich muss das Video anscheinend nochmal neu aufnehmen, weil das Video von eben, was ich aufgenommen habe, wurde einfach gesperrt, weil es gibt heute einen Copyright-Emote im Shop und den darf ich anscheinend nicht zeigen, sonst wird das Video von YouTube direkt gesperrt. Ja, damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Shop. Es gibt, wie ich gerade schon angekündigt habe, heute was ziemlich Specialiges drin. Und zwar gibt es einen neuen TikTok-Emote und der heißt Perfekt Unperfekt. Und das ist tatsächlich der Bella Porch-Emote. Ich glaube, jeder, der TikTok kennt, kennt auch Bella Porch. Ich glaube sogar, sie ist die größte TikTokerin, die es überhaupt gibt. Sie hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Song gemacht und daraus hat Fortnite natürlich direkt auch einen Dance gemacht. Man sieht es auch hier in der Übersicht, hier nämlich dort, das ist sie und das ist ihr neuer Dance. Er heißt Perfekt Unperfekt mit ihrer eigenen Choreografie. Ich darf ihn wirklich jetzt nur ganz, ganz kurz zeigen, damit es nicht gestrikt wird. Achtung. Ja. Das ist, glaube ich, sogar eine Mozart-Melodie, die Mozart vor ein paar hundert Jahren komponiert hat. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich kann hier den Sound kurz ausstellen. Dann kann ich euch die gesamte Choreografie noch zeigen. So, zack. Dann kann ich euch den Dance mal wenigstens zeigen. Hey, was? Ich habe es doch ausgeschaltet. Was zur Hölle? Sekunde. Habe ich es nicht? Ah, oh Gott. Ja, ich habe optimal. Ja, so, jetzt. Genau. Jetzt kann ich euch den Dance auch zeigen. Ich denke, die meisten von euch kennen den Song eh schon, aber ja, ich habe ihn mir auch schon geholt. Aber ich kann ihn halt, wie gesagt, jetzt nicht abspielen. Okay, die Sounds kann man hören. Ja, genau. Also, neuer TikTok-Emote. Allerdings war das nicht das einzige Besondere heute im Shop. Es gibt nämlich noch was sehr, sehr Seltenes. Erstmal haben wir allerdings hier das Rahmenpaket, bestehend aus dem männlichen, dem weiblichen natürlich auch wie immer mit dem Tray dazu. Dann die Hacke in dem Paket und auch der passende Gleiter. Dazu haben wir auch noch die schrottigen Jewels, die finde ich nicht so geil und Flügelwerkzeug habe ich mir jetzt auch nicht geholt. Was dafür sehr, 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 sehr cool ist, ist das Loach-Paket, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist das der männliche Schlachtenhund, der war jetzt schon solide 234 Tage nicht im Shop drin. Die Frau dazu 352 Tage, mal gucken, war das? Ja genau, hier 352 Tage ist auch in Ordnung, genauso wie die Hacke, auch 352 Tage nicht drin. Aber Leute, jetzt kommt's, wir haben einfach den Gleiter wieder drin und ich hätte es nicht erwartet, aber dieser Gleiter war jetzt seit 830 Tagen nicht im Shop drin. Crazy einfach, ich hätte gedacht, der wäre vielleicht so ein Jahr nicht drin gewesen, aber tatsächlich 830 Tage gab es den jetzt nicht zu kaufen. Ich habe ihn mir damals direkt geholt, ich finde es auch ziemlich cool aus. Also heute Special Gleiter endlich wieder da. Das gesamte Paket kann man sich heute wieder kaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da auch einen Rabatt drauf gibt, weil ich habe das Ganze leider schon. Also müsst ihr mal nachher selber schauen. Den Verwüster haben wir auch wieder drin aus Season 1, genauso wie die OG Arctic Assassinen. Beides richtige Season 1 OG Skins. Emotes haben wir dann noch. Setze ich doch. Auch ein nicer Emote. Die Pizza Party würde ich mir nicht kaufen. Ziemlich unnötig. Genauso wie auch, mal gucken, an die Sicherjacke würde ich mir auch eher die normale Sicher holen. Und Blindgängerbombe, die würde ich mir auch nicht holen. Die finde ich irgendwie auch sehr, sehr unnötig. Habe ich nie benutzt. Genau, dann haben wir die Reihe auch durch. Ich glaube, die DC-Pakete, ist da eins raus? Mal kurz gucken. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist alles wie immer. Ja, falls euch das gefällt, dass ich euch hier jeden Tag den Shop zeige, dann könnt ihr gerne meinen Partnerlink einmal anklicken. Ihr wisst ja, die tracken, wie oft Leute da auf meinen Partnerlink draufklicken, also wie oft jeden Tag da draufgeklickt wird. Also, wenn ihr wollt, dann öffnet gerne mal jetzt kurz die Videobeschreibung und klickt einmal auf meinen PC-Link drauf. Da kommt jetzt mein Partner Hightech, die sponsern mich und deswegen, ja, wenn ihr mir helfen wollt, klickt da gerne einmal drauf auf den Partnerlink, einfach kurz im neuen Tab öffnen, die tracken, wie gesagt, wie oft da draufgeklickt wird. Also, Kurs an euch, man kann da eh nur jeden Tag einmal draufklicken, also reicht ein Klick. Vielen Dank an alle, die da supporten. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht gleich im Twitch-Stream. Ich bin nämlich jetzt am Morgen wieder live auf Twitch, also kommt gerne vorbei. Link auch dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein schönes Wochenende. Und dann, ja, vielleicht bis gleich auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Tschüss!